Neuwaldertaler Keltenbräu, jetzt mit geheimer Zutat. Und zwar dem Badewasser des Präsidentenbürgermeisters vom Neuwaldertal. Oh mein Gott, das muss ich haben. Jetzt im Handel. Risiken und Nebenwirkungen kommen Sie gar nicht erst zum Arzt oder Apotheker. Altmar HD. Toll. Dort ist es, das wahrscheinlich schönste Tal von allen. Walterus Neutalus. Es gab ein Update und das habe ich, glaube ich, schon letzte Folge gesagt. Aber ich sehe nirgendwo irgendwas. Es gibt jetzt noch irgendwie Interieur. Aber irgendwie, entweder ist das mit dem Safe-Game jetzt noch nicht aktiv oder so, oder ich, oder es ist nur eine Beta, das kann auch sein. Oder es kommt noch, oder, ja. Auf jeden Fall ist ein Update da, ja, falls ihr was Neues seht, ja, es ist, toll. Sehr toll. Guck mal, was haben wir denn noch nicht? Probleme mit den Farbzonen. Ach so, ach, Probleme, Lager voll 2, Rohstoffe fehlen. Ah, es fehlt Wolle. Und es fehlt... Ich habe die zweite Mühle gebaut. Und dafür gibt es jetzt nicht mehr genug Zeug. Ich weiß gar nicht, warum ich die gebaut habe. Gut, wir hatten sehr viel Getreide. Jetzt haben wir kaum noch Holz wieder. So, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen mikromanagen wieder. Mäh. Ach, guck mal, die Wälder sehen so schön aus, oder? Guck. Guck, wie schön das aussehen kann, oder? Warte nochmal, so. Das so die... Das... Ach... Also wirklich, nenn mir mal einen City-Builder, wo das so schön aussieht. Ne? Sorry, das kann keiner und es ist so leicht. Das sieht ja schon aus wie so ein RPG-Spiel. Weißt du, das einfach nur gehört zum Szenario. So cool. Aber ich finde die Steine von dem Kloster ein bisschen doof. So, also. Also ihr Lappen! Es wird gearbeitet! Ich habe mein Mikro ein bisschen umgestellt. Jetzt muss ich mal gerade hier ein bisschen nachjustieren. So, ist gut. Okay, also, die Jäger sind dabei. Wie viele Wildschweine haben wir denn? Jetzt müssen wir ein bisschen kontrollieren. Also, wir checken mal gerade die Wildschweine. Ist wahrscheinlich, könnte besser sein. Na, jetzt läuft's. Da fehlt der Jäger. Das hat nicht mehr funktioniert. Schade. Aber habe ich irgendwo anders wieder einquartiert. Okay, das wollte ich jetzt kontrollieren. Da haben wir da die Bärenpflücker. Ich wollte irgendwas anderes noch kontrollieren. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber deswegen bin ich ja hier der Präsident. Der Präsident. Ich bin hier, um zu lenken und nicht um zu denken. Was macht denn Buschli? Sankt Buschli. Stankt Buschli? Da steht Stankt. Sankt Buschli. Stankt Buschli. Er stank so viel. Wie niemand sonst, der stanken konnte. Also wo ist denn das Lager für die Wolle? 4. Ja, die wollte ich jetzt die ganze Zeit schon mal umquartieren, die Wolle. Wir müssen so ein Volperium bauen. Volperium! Maximum Power! Ich überlege, ob ich das noch mit reinnehme. Das ist echt ein großer Wald. Wie gesagt, ich brauche einen neuen Jagd-Forest. Forest! Tja. Puh. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja, wir müssen ein bisschen warten. Ich guck mal hier weiter. Wir lassen alles mal ein bisschen laufen. Ja, eigentlich wollte ich die ja hier hin tun, ne? Die Wollproduktion. Aber jetzt haben wir ein bisschen Holzmangel. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, ich muss erst die Holzfälle bauen, dann die alten abreißen. Ja, okay. Ich sollte mich da wirklich mal dran halten. Ja, dann können wir jetzt schon mal die Bauarbeiter holen und das schon mal anfachen. Kohle haben wir aber halt noch nicht. Da habe ich auch noch keinen drin. Ich glaube, das frisst unfassbar viel Holz. Ärgerlich. Ach, guck mal, die bauen nichts ab, weil hier nichts mehr zum Abbauen ist. Aber ich habe doch hier
Ich hab den Förster wieder abgerissen, ne? Tut mir leid, ich habe jetzt zu viel aufgenommen, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Also, das ist Forsthaus. Aber es reicht wahrscheinlich nicht. So, wir gehen weiter da rein. Ja? Wir gehen weiter da rein. Und wenn wir... so machen... und pass auf, wir machen das jetzt... vielleicht reichen zwei Forsthäuser. Obwohl, ein Forsthaus müsste auch reichen. Pass auf, wir machen das Forsthaus hier hin. Und dann machen wir jetzt noch mal neue. Eins, zwei, drei. Wofür ich nicht genug... doch, habe ich. Jetzt lassen wir die erstmal bauen. Warten, bis die fertig sind. Dann reiße ich die ab. Dann können die einfach die Sachen übernehmen. Hier ist ja wieder ein bisschen weg. Das ist gut wegen Häuser bauen. Das ist ja auch richtig eingezeichnet. Natürlich, ich habe es ja auch eingezeichnet. Natürlich ist das richtig. Ein Wohnungsbedarf ist nicht mehr erfüllt. Keine bürgerlichen Einwohner. Okay, dann werden wir jetzt nochmal welche befördern. Nee, warte, bürgerliche Einwohner. Wenn ich den bezahle, wird er was? Ach, was soll's. Ein paar mehr vielleicht. Beförderung zum Bürger. Muss ich denn immer achten, wie viele Bürger wir haben, die da wohnen? Mal halt so. Ein bisschen Geld muss ich aber noch übrig lassen. Verschönerungsbereich. Bürgerliche Einwohner. Bürgerliche Einwohner. Was ist denn hier ein bürgerliches Haus? Das sieht aber nicht anders aus als die anderen, oder? Das hat so eine Holzverkleidung hier oben. Ist das nicht schlechter als Fachwerk? Oder? Oder? Oh, guck mal, 108, das wird, ja, ja. Aber die Weinproduktion, obwohl es geht. Warte mal, wo ist denn? Wo ist denn? Da, ich finde das Weinlager nie, ne? 58 Bärenbräu. Das läuft. Wie sieht es in der Taverne aus? 21 drin. Läuft. Massenbesäufnis kann starten. So, sehr schön. Ich bin stolz. Es wird, es wird. Gut, das müssen wir auch noch feintunen. Jetzt haben wir erstmal das mit dem Holz. Vielleicht haben wir es ja jetzt. Vielleicht bin ich damit jetzt erstmal so glücklich. Aber ich glaube nicht. Aber wir werden sehen. Jetzt haben wir hier die Holzproduktion. Jetzt habe ich nur drei Holzfäller. Wenn ich das richtig sehe. Habe ich denn sonst keine Holzfäller mehr irgendwo? Ne, die hatte ich alle abgerissen. Und, ja, ich tue hier nochmal einen hin. Weil ich will, dass sie weg haben. Dann können wir hier die Schafunzucht treiben. Sowieso alles mal weg hier. So. Ich meine, wir können auch das hier kaufen. Und da jetzt auch noch einen Holzfäller hin tun. Einfach weil ich es kann. Oh, warte. Sekunde, ich komme sofort gucken. Machen wir es mal so. Okay. Wieder zwei neue Bürger. Ich muss sie wieder umbenennen. Aber ich bin so im Stress. Ich bin so im Bürgerstress. Warte, jetzt gucken wir mal so ein bisschen nochmal. Mal ein paar Screenshots machen, wenn die alle bauen. Willkommen. Willkommen zu wahrscheinlich dem fröhlichsten Dorf von allen. Oh nein, da kommt der Peitschenlaut. Ah, bitte peitsch mich aus. Die Kirche ist voll. Ich habe immer noch keine Kirche. Keine neue. Boah, guck mal, wie viel los ist. Wie gesagt, das wäre cool. Das habe ich auch schon mal beim ersten. Wenn man irgendwie so eine sehr, sehr viel belaufene Straße hat, dass die dann irgendwie so Pflasterstraßen wird oder so. So eine Pflastertextur. Wer weiß, irgendwann vielleicht. Irgendwann, wenn wir reich sind. Das wichtigste Gebäude. Mäh.
ist das schön hier, oder? Mit den Feldern und so. Was war los? Keine Ressourcen verfügbar zum Abbau. Was? Zum Abbauen? Spinnst ja wohl. Sind halt alle da, oder was? Tja. Ein Kurier nähert sich. Aha, okay. Haben wir eine Mission noch am Laufen? Kurier, Ratschlag von Herausforderung, Ratschlag, einen Novizen befördern. Wir alle sollten nach großem streben. Ratschlag, Herausforderung. Endlich, allein in der großen Halle, verbirgt ihr ein paar Minuten in Stille. Verbringt, Entschuldigung. Um über eure Ziele und die Zukunft eures Dorfes nachzudenken. Die Vorsehung hat es bisher gut mit euch und euren Untertanen gemeint und es scheint, als sei alles möglich. Wir alle sollten nach großem streben. Verfolgt eine Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Was will der Kurier? Es gibt jede Menge Fische im Lager. Wir haben 146. Veranstalten wir einen Jahrmarkt. Ja. Dann veranstalten wir eben einen Jahrmarkt. Ja, der Markt. Jahrmarkt. Ah, ja, die Markt. Die Markt, den Jahrmarkt. Oh, Markt, oh, Markt. Was habe ich denn hier Neues? Warte mal, was ist das denn? Hopfenfarm, ach so. Und die Brauerei. Ach, das gab's schon vorher, die Brauerei, daran erinnere ich mich. Das ist doch gar nicht neu. Ist mit Verwoll gewaschen. Okay, sind beide am Mühlen. Wie viel Brote haben wir denn? Ich glaube nämlich, dass wir jetzt so viele Leute befördert haben, dass jetzt sehr viele Probleme entstehen werden. Aha, Wildschwein kommt rein, das ist fein. Ich müsste eigentlich auch noch einen Markt bauen, wahrscheinlich bald. Und ich müsste den Vogt nochmal losschicken. Colt ist der Vogt. Ja. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Das ist immer noch ein Problem, aber ich habe keine Ahnung. Also irgendwas wird es ja wohl... Hä, jetzt sind es noch mehr weg? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es einfach. So, ich mache das einfach kaputt. Sollen sie ein neues machen oder auch nicht? Mir doch egal. Ist mir doch egal. Okay, sehr schön. Also. Wie gesagt, die Wollproduktion muss hier weg. Die hat da nichts zu suchen. Jetzt müssen wir mal erstmal auf die neuen Holzproduktionen warten. Dann machen wir da mal Hauptbau und Hauptbau. Drei. Also wir haben jetzt 5 Holzfäller. 4, 5. Und die sind ja eigentlich nur da, um nebenbei abzuholzen. Und das ist unsere dritte Hauptholzfällerstelle, die wir, ich wieder umbaue. So, jetzt abreißen. Ach, wir haben gar keinen Förster benannt. Schon wieder nicht. So, benennen wir den. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Aha, jetzt fängt das wieder an. Sehr schön. Jetzt haben wir immer noch kein Metall für die Statuen. Da 130 Marmor. Ich brauche nicht nur 10. Holzfällerlager gebaut. Sehr schön. Können wir das erste abreißen. Damit die dann da arbeiten gehen. Wunderschön. Ah, sehr schön. Guck mal, da ist er, der von Colt, der am liebsten umgebracht werden würde von C-Schlauch und Einradkeks. Ach ja. Sehr schön. Guck mal, das läuft doch schon. Aber unsere Bauarbeiter waren mal flotter, ne? Ich glaube, das sind viele Häuser im Bau, deswegen ist das ein Problem. Wer ist denn Domenga?
War das auch einer? Nein! Ach, egal. Jetzt habe ich es verkackt. Jetzt habe ich zwei neue eingestellt. Ich kann doch wieder feuern. Was ist denn los? Ich kann doch wieder feuern. Ich mach mal gerade schnell, damit der mal da zur Arbeit geht. Hat sonst nichts zu tun. Boah, guck mal, wie viele Bäume da schon gepflanzt wurden. Aha. So. Löschen. Löschen. Ich glaube, einer zu drei müsste hinhauen. Aber es kann sein, dass es auch nicht geht. Okay, sehr schön. Wir haben wieder zwei neue. Ich darf nicht immer so weit weg sein. Sankt Archikus. Da Innenräume anzeigen. Guck! Innenräume anzeigen, aber... Ich weiß ja nicht, wie ich in die Innenräume komme. Aber es ist schon krass, dass sie es gemacht haben. Finde ich schon ziemlich krass. Der Friedhof ist schon toll, ne? So, ich muss mal ein bisschen mehr die Bürgerlichen zufriedenstellen. Ich gucke jetzt erstmal gerade, ob alles sonst okay ist. Brote sind so bei 100. Fleisch, da müssen wir vielleicht ein Auge drauf halten. Holz kommt jetzt natürlich wieder. Fische haben wir genug. Bären gehen hoch. Weiterhin. Das haben wir durch das Kloster Gott sei Dank gerettet. Wir haben Kräuter. Die können wir mal gucken, ob wir sie verkaufen können, weil noch mache ich damit ja nichts. Guck mal, hier haben wir die ersten wieder Häuschen. Ah, die hatten wir schon jetzt länger. Aber das ist halt gut. Ne? Und die Menschen, die leben ja hier drin, oder? Ah, siehste. Ein paar Arbeitslose hier einstellen. So, und das Holzfällerlager ist auch gebaut. Jetzt haben wir nicht mehr genug Leute. Ich könnte... jetzt diese doppelten Sammlerhütten irgendwie, wir gucken mal, ob die überhaupt was zu tun haben. Sammler, bla bla bla. Steht nur warten auf Arbeiter. Ne? Guck mal, da sind so viele Bären dran und die sind eigentlich nie am Arbeiten hier. Ich weiß gar nicht, ob der Mod überhaupt funktioniert, den ich da drauf habe. Ich vermute mal nicht. Ich glaube, sonst hätte ich schon längst verloren. Also, andersrum. Entschuldigung. Ne, also, ich lasse die beiden Hütten da. Ich denke, ein Busch, zwei Hütten geht völlig klar. Ja, das geht völlig klar. Steine, guck mal, 51. Wie viele gemachte Steine haben wir denn? Achso, das sind die 51. 171 davon. Ein Astrologe nähert sich. Okay. Warte, was ist denn unsere Mission? Jahrmarkt. Ratschlag eines Novizen befördern und Herausforderung. Verfolgt eine Herausforderung. Befördert einen Mönch in den nächsten Rang. Aber ich wollte erstmal... ich wollte erstmal die Handelsroute machen. Sehr schön. Das war das mit den Kräutern, ne? Kauft von euch Kräuter. Guck mal, 3 pro Stück. Boah, Bienenwarm, ey, 5. Ja, ich meine, wir können auch erstmal alle Kräuter verkaufen. Tatsächlich weiß ich einfach noch nicht, was ich damit mache. Oder weiß ich das oder weiß ich das nicht? Behalten halt immer 100. Wovon habe ich denn noch Zeug, was ich jetzt verkaufen kann? Ich könnte zum Bärenbräu-Exporteur werden. Bärenbräu. Jetzt mit extra Würze. Das geheime Rezept. Furz vom Bürgermeister. Badewasser. Und zwar... Neu-Waltertaler Keltenbräu. Jetzt mit
geheimer Zutat. Und zwar dem Badewasser des Präsidentenbürgermeisters vom Neuwaldertal. Oh mein Gott, das muss ich haben. Jetzt im Handel. Risiken und Nebenwirkungen kommen Sie gar nicht erst zum Arzt oder Apotheker. Ein weißer Astrologe ist im Dorf erschienen und sagt ein Unwetter voraus. Oh, scheiße. Am nächsten Mal Köpfe in den Ding. Okay, jetzt müssen wir Essen sammeln. Obwohl, ich hab... Okay, wir dürfen kein Brot und so verkaufen. Jetzt machen wir den Verkauf für Lebensmittel aus. Beeren aus. Wildschweinfleisch aus. Fisch aus. Und Brot aus. Das wird jetzt angehäuft. Das ist, aber wann kommt das denn überhaupt? Was war das jetzt wieder für eine Nachricht? Habe ich irgendwas geschafft? Jetzt brauchen wir noch 10 Manuskripte, um einen zu befördern. Dann haben wir das. So, wir können nochmal Missionen machen. Wir gucken mal, wie die eigentlich so drauf sind gerade. Teilweise ausgebildet. Vielleicht warte ich noch, bis die ausgebildet sind. Ach ja. Wir machen eine Mission nur mit den richtigen Leuten. Schwer, extrem schwer, schwer, schwer. Hier ist Mittel. Reißt ein Fort ab. Extrem weit. 12 Tage. Ah, egal. So, jetzt machen wir die voll ausgebildeten. Hier, maximal. So, dann haben wir hier noch eins. Das ist Mittel wieder. Machen einfach mal. Nee, die lassen wir jetzt alle hier. Okay. Auf zur Mission. Was ist denn hier los? Achso, noch mehr Jahrmarktbenutzer. Sehr schön. Florieren bei allgemeiner Pfad erreicht. Neue Inhalte sind freischaltbar. Boah, ich bin schon da unten. Ich bin einfach zu weit, weil ich einfach der Beste bin. So, pass auf. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Büsche und so setzen. Büsche. Ach nee, das macht das. Was muss ich denn nochmal machen, um das hier hochzukriegen? Ansehen. Ach, Prunk. Doch, Prunk ist wichtig. Dann ist der Prunk. Mühlen. Ja, ich bleib einfach noch. Ich schaff das schon noch. Keine Sorge. Ich habe noch genug zu tun. Ich will jetzt nicht die Sachen forschen, wenn ich Gebäude habe, die ich noch gar nicht gesetzt habe. Ne? Da müssen wir halt jetzt mal ein bisschen aufpassen. Immerhin haben wir jetzt die Taverne am Laufen. Wir haben den, wir haben die zweite Kirche am Laufen. Die Brauerei läuft. Die Holzfäller hoffentlich jetzt endlich mal funktionieren. Guck mal, jetzt Holz. Sieht auf jeden Fall gut aus. Guck mal, wie schnell hier alles abgeholzt ist, ne? Unfassbar. Aber wir müssen das einfach erweitern hier. Geht gar nicht. Sieht so mit Geld aus. Geht so. Ich will jetzt nicht noch einen Wald kaufen. Ich hoffe, der kriegt das gebacken, ne? Los, setz schneller die Bäume! Wir haben doch keine Zeit. Guck mal, 102 Zufriedenheit. Okay, das macht nichts. Nicht genug Unterkünfte, das macht auch nichts. Wir haben eigentlich genug Platz dafür. Ich würde aber gerne... Oh, ist das ein Problem? Ist der Problem? Wo ist es denn? Ist es. Die kommen ja alle weg. Und dann kommt der woanders hin. Ich glaube, ich mache auch hier das Holzfällerlager hin. Und dann für Kohle vielleicht auch noch. So, weg damit. Ja, ich muss die Wollproduktion jetzt eigentlich mal dahin bringen. Wir haben keine Wahl, wir müssen das jetzt mal machen. Wir haben ja jetzt wieder Zeug. Das müsste hier sein. Ne, die hatten ihren eigenen Slot. Da. Also. Direkt ans Wasser? Nee, oder? Weil, da will ich vielleicht Häuser hinmachen. Obwohl, ich bin mir da nicht so sicher. Gut, dann mach ich's jetzt hier hin. Ups. Kann ich das nicht drehen?
Achso, Steuerung. Wie viel habe ich denn da? Ich mache mal 6. So. Jetzt machen wir dann Zaun drumherum. Einfach, weil ich es kann. Weiß ja nicht, wie gut das funktioniert, aber es sieht doch bestimmt cool aus. Dann haben wir mal was richtig Cooles gemacht. Guck mal, das sieht so schön aus, ne? Zäunchen setzen, wunderschön. Ja, das geht doch. Ich bin der Beste. Oh Mann, da muss so viel Scheiße rumliegen auf dem kleinen Stück mit den ganzen Schafen dann. Ich meine, die Schafe gehen da nicht durch. Pass auf, dann tun sie es doch. Dann raste ich aus. Die Musik ist so schön, ne? Die ganze Zeit Angler in meinem Kopf. Diese Bilder in meinem Kopf. Okay, jetzt haben wir kein Geld mehr. Die Schafe brechen bestimmt aus. So, machen nämlich jetzt hier auch noch Häuser hin. Obwohl ich nicht weiß, wie gut das sein kann. Wir machen es mal hier. Ja, so. So, dann brauchen wir nochmal ein paar neue Brunnen. Das ist dann hier auch wichtig. Hier haben wir gar keinen Brunnen, ne? Ich guck mal gerade. Seht ihr hier einen Brunnen? Ich glaube, hier fehlt sowieso noch einer. Da ist ein Brunnen. Ich glaube, so ein Stadtzentrum. Da haben wir einen Brunnen. Da haben wir einen Brunnen. Okay. Also, da ist ein Brunnen. Brauchen wir hier einen Brunnen. Hier einen Brunnen. Ne, da ist ein Brunnen. Brauchen wir hier nicht. Sehr schön. So, dann warten wir jetzt noch, bevor wir die alle abreißen. Oh, da kommen neue. Neue Sklaven, Arbeitskräfte. Bewohner, Entschuldigung, Bewohner. Corona-Bewohner. Kommt jetzt hier rein, los. Nahrung fehlt. Aber ich bin die doch einfach nicht am Verkaufen. Fleisch, was ist mit Fleisch passiert? Alter Schwede. Ich glaube, wir brauchen eine neue Schlachterei. Wir haben ja eine. Oh nein, da muss ich jetzt mal... Kann er hier auch hin. Ich brauche mir noch einen Jäger. Wir brauchen noch einen Jäger. Wir haben ja nicht mehr, das sind ja nicht mehr die Superjäger. Das ist das Problem. Jetzt haben wir auch kein Geld mehr. Wollen wir nicht verkaufen? Aber die Kräuter verkaufen noch, ne? Die wurden auch verkauft. Jetzt müssen wir gucken, jetzt müssen wir echt gucken. Also, wir brauchen Kohle. Ist mir egal, hoch damit. Hoch mit den Steuern! Und wir besteuern die Windmühlen und die Tavernen und die Minen. Ist mir egal, was ihr wollt. Wenn ich das jetzt wieder wegmache, ist dann wieder alles okay. So, dann machen wir 0. Wenn ich das wegmache, haben wir dann Plus? Nö, ne? Dann machen wir so. Ich höre nicht, dass sie hier rebellieren und ich die Wachen benutzen muss, um alle niederzumähen. Aber das sind halt teure... Ja, dann haben wir auch einen Fachkräftemangel, wenn wir die anfangen, alle niederzumähen. Kreuzigen. Entschuldigung. Bisschen einen drauflegen, ne? Ein fröhlicher Jahrmarkt. Sehr schön. Handelsbonus 25%, wenn Fisch verkauft wird. Zufriedenheitsbonus 25% Dorfbewohner mit Profil. Dorfbewohner. Okay.
Gut, das läuft. Gut, ich habe jetzt kein Geld, weil ich auch alles ausgegeben habe gerade für den Zaun. Warum hast du kein Geld mehr, Aldemar? Ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht... Ich kann mir das nicht irgendwie... Ich weiß wirklich nicht. Das ist eine schöne Hauptstraße. Das ist eine schöne Hauptstraße. Nicht hier immer am Fluss entlang. Das ist immer hässlich. Ich müsste das eigentlich aufkaufen. Und dann irgendwie Verbotszone machen. Aber das habe ich auch schon oft gesagt. Guck mal, das sieht auf jeden Fall nach was aus. Jetzt lassen wir erst alles fertig bauen. Das ist unser Projekt. Projektus Maximus. Überall wird gebaut. Alle sind glücklich. Nicht genügend Unterkunft. Ja, gibt es aber, Junge. Es gibt kein Unterkunftsproblem. Ich glaube, dass sie vielleicht gar nicht gebaut werden, weil wir Arbeitermangel haben. Zimmerer-Arbeitsmangel. Mann, ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Aufnehmen hier. Obwohl, nee, Quatsch, wir sind gerade am Limit. Sehr schön. Gut, liebe Leute. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Foundation. Und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.